Wir kommen nun zur Tagesordnung, zum Tagesordnungspunkt 18. Beschäftigte, die über einen längeren Zeitraum hinweg Nachtschwerarbeit leisten, haben Anspruch auf Sonderruhegeld. Nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen hätte der Nachtschwerarbeitsbeitrag der Arbeitgeber im Jahr 2024 auf 5,2% der Beitragsgrundlage zur Sozialversicherung angehoben werden müssen. Der Gesetzesantrag der Regierung sieht jetzt aber vor, dass er bei 3,8% eingefroren bleiben soll.